Was? Schon wieder? Nein. Doch. Oh. What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst nicht, was ich gerade durchgemacht habe, ja? Diese Technik hier, die hat mich verrückt gemacht, ja? Man kann sich das immer gar nicht so vorstellen. Man denkt, man macht nur einfach so die Kamera an und dann läuft der Shit. Nein, kann einen den letzten Nerv kosten. Wir schicken die Wut in die Wüste und beginnen mit einem Favoritenvideo. Es gab sehr lange keins mehr, aber ich habe ein paar sehr coole Sachen zusammengetragen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr sagen werdet. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Beginnen wir mit Sache Nummer 1 und das ist meine neue Sonnenbrille. Ich bin sehr verliebt. Ich hatte eine die ganzen letzten 2 Jahre, die ich sehr doll geliebt habe. Ja, und die ist kaputt gegangen, war halt auch nur so eine Billo-Sonnenbrille. Die ist mir einfach vom Gesicht gefallen zum Schluss. Und kleine Sonnenbrillen sehen bei mir richtig kacke aus. Dann sieht es aus, als hätte ich ein riesengroßes Mondkratergesicht. Und deswegen bin ich immer darauf angewiesen, eine Sonnenbrille zu finden, die sehr groß ist. Eine sehr, sehr große Sonnenbrille für mein überdimensional großes Gesicht. Und ich habe sie gefunden. Die ist einfach von Bijou Brigitte. Falls ihr sowas mögt, die gibt es bestimmt noch. Ich habe die, glaube ich, vor 4 Wochen oder so gekauft. Kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar ist das neue, meine neue Tasche. So eine Bauchtasche. Ich bin da ein richtig großer Fan. Ich trage die immer so. So. Also wisst ihr, so. So wie. Wie jemand, der mit Gras dealt. Kevin hat so eine und die klaue ich mir immer, aber weil, wenn wir zusammen unterwegs sind, hat er die immer und dann habe ich keine. Und dann habe ich gesehen, dass Nisi 156 sich so eine gekauft hat. Und ich war am Schwanken zwischen der hier und einer goldenen. Die hat eine richtig geile goldene, aber 2 Taschen brauche ich nicht. Und die hier kann ich einfach zu allem tragen und Gold wüsste ich ganz genau, wenn ich so, keine Ahnung, samstagmorgens wie der übelste Harzer in den Supermarkt gehe. Und aussehe wie ein Opfer, dann habe ich keinen Bock, mit einer goldenen Tasche durch die Gegend zu laufen. Ja, die produziert das halt quasi zu Hause, in ihrer Wohnung. Und es gibt immer sehr kleine Auflagen, weil die halt echt so durch die Stofflädchen läuft. Und wenn die einen geilen Stoff sieht, dann kauft die einfach so die letzten Reste und macht davon eine Auflage Taschen. Und deswegen wollte ich sie euch zeigen. Ich finde, man muss immer so Jungdesigner und so kleine Marken unterstützen. Und obwohl sie also nicht mit den Preisen der Ketten mithalten können, halt trotzdem sich über Wasser halten können. Also wenn ihr eine neue kleine Tasche braucht, etwas Gutes, weil das ist richtig gute Qualität braucht, oder vielleicht auch mit Drogen dealt, dann kann ich euch diese Tasche sehr empfehlen. Kommen wir zum nächsten Produkt. Und das ist ein Körperpeeling von Hello Body. Das habe ich zugeschickt bekommen, um es zu testen und falls gefällt, vorzustellen. Und ich stelle es vor, weil es wirklich richtig, richtig cool ist. So wie, muss ich ganz ehrlich sagen, alles, was ich bisher von Hello Body bekommen habe. Und der Grund dafür ist nicht unbedingt die Inhaltsstoffe. Also die haben richtig coole Inhaltsstoffe. Es ist halt so natürlich und basiert auf Ölen. Aber warum ich so eine Obsession mit diesen, speziell dieser Marke habe, ist, weil die Produkte einen ganz bestimmten Geruch haben. Kevin sagt, es ist Kaffee und Kokos. Aber es ist halt so ein ganz intensiver Geruch, der auch nach dem Peelen, nach dem Duschen und nach dem Eincremen noch stundenlang existent ist. Also wenn manchmal kannst du ja zum Beispiel so bei DM oder so irgendwelche Cremes kaufen, die riechen dann total krass nach Grapefruit oder so. Aber das riecht so süßlich, künstlich. Und das riecht halt mega natürlich. Und all die Produkte, die ich bis jetzt hatte, riechen gleich nach diesem einen Geruch. So, wenn ich aus der Dusche komme, ist dieser Öl Film noch viel dicker und schwerer auf der Haut. Und das führt dazu, dass ich mich, obwohl ich krass trockene Haut habe, nicht eincremen muss nach dem Duschen. Und deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Außerdem ist es pink. Und das finde ich auch ganz geil. Kommen wir zu einer Sache, die vielleicht etwas ungewöhnlich für ein Favoritenvideo ist. Also wisst ihr, es gibt so Sachen, die machen dein Leben einfach besser. Und zwar rede ich von einem Blaufilter. Für den Desktop. Das ist einfach ein Programm, was du dir runterlädst. Das filtert die blaue Strahlung oder die blauen Elemente aus. Weil ich nämlich jemand bin, der unfassbar viel vom PC sitzt und ich gehöre zu diesen Leuten, die wirklich, denen es dann wirklich schlecht geht. Keine Ahnung, das zerrt so richtig an mir. Ich kriege diese Kopfschmerzen nicht mehr. Ich kann viel länger am PC arbeiten, ohne dass es mir schlecht geht. Und ich habe mir gedacht, wenn es noch mehrere Leute nicht kennen und vielleicht ja, im Büro den ganzen Tag am PC arbeiten und auch immer nach Hause gehen und mega groggy sind, dann versucht es mal. Weil vielleicht hilft euch das so, wie mir das geholfen hat. Das wollte ich sagen.
Kommen wir zur nächsten Sache und das ist ein Buch. Eines der besten Bücher, das ich seit sehr, sehr, sehr langer Zeit gelesen habe. Auf jeden Fall handelt es sich um das Buch Noah von Sebastian Fitzek. Das Buch ist ein Thriller. Und dieser Thriller spielt auf mehreren Teilen der Welt. Also in jedem Kapitel switchst du um zu woanders. Ja, in diesem Buch sind so Verschwörungstheorien verstrickt, so Chemtrails und so ein Scheiß. Ja, es geht quasi auch um die Weltbevölkerung. Es geht um unsere Art, mit dem Planeten umzugehen. Und um Massentierhaltung und aber das alles verstrickt in einen fiktiven Thriller. Und es ist einfach grandios, Leute. Ich hatte Gänsehaut beim Lesen manchmal, weil es einfach so genial war. Ja, ich kann jetzt nicht mehr darüber erzählen, weil ich dann spoilern würde. Ohne Witz, Leute, lest dieses Buch. Es ist wirklich der absolute Oberknaller. Einer meiner Favoriten in der letzten Zeit ist das neue Musikvideo und das neue Lied von Sia. Ich bin ein, was viele gar nicht wissen, ich bin ein riesengroßer Sia-Fan. Und ein noch größerer Fan bin ich von ihrem neuen Lied und von ihrem neuen Musikvideo. The Greatest. Denn das Musikvideo ist ein Tribut an die Opfer des Makassars in Orlando. Massaker. Ich habe ein Betonungsproblem. Maddie heißt doch das Mädchen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, die immer in ihren Musikvideos tanzt. Auf jeden Fall, es sind in diesem Video so viele Tänzer, wie auch Menschen in diesem Club gestorben sind. Und einfach, es geht in dem Lied darum, Ausdauer zu haben, dass man immer die Chance hat, jeden Tag derjenige zu sein, der am meisten Größe zeigt. Und dass man durchhalten soll, weil wir Guten am Ende sowieso irgendwann gewinnen. Und das bezogen auf das Massaker, finde ich es einfach, wir sehen gerade viele schlimme Dinge, die in dieser Welt passieren. Und es ist auch alles sehr schrecklich, aber die Guten sollten zusammenhalten und jeden Tag Größe zeigen, denn am Ende werden wir sowieso gewinnen. Kommen wir zum nächsten Favoriten und ich bin ein bisschen stolz, muss ich sagen, euch das zu zeigen, weil es ist eine Freundin von mir. Und zwar Cindy aka Bange. Und ja, sie hat jetzt ihr erstes Lied an den Start gebracht und es ist irgendwie voll, ich weiß nicht, vielleicht, ihr kennt das doch, ne? Wenn so Freunde von euch irgendwie sowas schaffen oder was Geiles auf die Beine stellen, dann freut man sich einfach. Und deswegen möchte ich euch das zeigen, weil ich möchte, dass ganz, ganz viele Menschen, ja, sie kennen, weil sie einfach mega cool ist. Falls ihr euch das ganz angucken wollt, setze ich euch den Link unten in die Infobox und schreibt was Nettes. Schreibt ihr, sie ist eine kleine süße Scheide. Das fände ich cool, dann weiß ihr, dass sie von mir kommt. Ich habe eine neue Heldin und in diesem Fall ist das Sarah Lesch. Die hat nämlich einen Auftritt gehabt mit einem Lied von ihrem neuen Album und das Lied heißt Testament. Ach, hatte kleine Tränen der Hingabe, als ich das gehört habe, weil ich bin einfach so ein Wortmensch. Es ist eine tiefe Befriedigung, wenn jemand Dinge auf den Punkt bringen kann, ja, oder Dinge sagen kann, besser sagen kann, als ich sie sagen könnte. Und sie hat, dieser Song ist einfach mega geil. Ich möchte, dass ihr das kennt, falls ihr das nicht kennt. Und deswegen verlinke ich euch das unten in der Infobox. Guckt euch das an. Das ist wirklich geiler Scheiß. So, Leute, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihr seid geil, geil, geil. Und es tut mir leid, falls ich heute so ein bisschen, ja, nicht so mega hyper drauf war, aber ich habe irgendwie mega schlechte Laune heute. Also ohne Witz, ich bin heute den ganzen Tag schon richtig aggressiv und dieses Licht, ja, dieser Aufbau von diesem Licht, das hat mich eben einfach fertig gemacht. Deswegen verzeiht mir, falls es so rüberkam. Vielleicht kam es aber auch gar nicht so rüber. Ich hab euch lieb, ihr süßen kleinen Hasen in Vasen. Macht's gut! Ich habe übrigens einen neuen Pulli. Guck mal. Ist irgendwie... Also wisst ihr, das ist irgendwie so 2007, weil er so diesen Schnitt hat. Wisst ihr, wie ich das meine? Diese Überlänge ist ja auch irgendwie nicht mehr so, ne? Der Pulli alleine wäre eher so 2016, findet ihr nicht? Ja, ich finde ihn trotzdem cool. Ich weiß nicht, warum ich euch das erzähle. Ist kein Favorit von mir. Tschüss!